Der Charivari Frühschoppen am 1. August von 11 bis um 2 live aus Maxlrohr, direkt vom Preisstüberl. Präsentiert vom Autohaus Neimeier und der Alpkur aus Orbling und dem Preisstüberl Maxlrohr. Der Eintritt ist frei. Charivari am Sonntag. 11.04 Uhr an diesem Sonntagvormittag und ohne große Umschweife würde ich jetzt sagen, gehen wir live rüber zum Frühschoppen nach Maxlrein. Der Charivari Frühschoppen, live aus Maxlrein. 4 Minuten nach 11. Also wenn das kein idealer Vormittag für einen Frühschoppen ist, dann weiß ich auch nicht. Servus, ich bin Christian Barb von Radio Charivari. Schön, dass wir wieder da sein dürfen. Bei der Schlossbrauerei Maxlrein und im Bräustübel, und wir haben natürlich wieder was Tolles vorbereitet heute für euch. Wir hätten dabei die Geschwister Boys, Rohrgerspitz, die Brahmermusi, die Stirnhausraschen, die sitzt schon da, die Pfefferbrimusi, das Wagner Quartett und natürlich die Geißelschneuzer vom GTV Immergrün aus Kolbermoor. Und bevor wir jetzt lang umeinander reden, fangen wir an zum Spulen. Spulen wir auf! Ja. Bitte, Rosi, hau rein! Echt? Ich höre mich nicht auf. Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder da sein darf, im Breistöberl in Maxlrein. Charivari ist da, ihr seid da, einen Ringschirm habt, kann eigentlich nichts passieren, die Sonne brennt, aber haben wir ein paar Preise auch da? Nicht. Es ist immer einer da, es ist immer einer da und für den spiele ich jetzt erst einmal einen Bayerischkurs. Ja, das sagt halt keiner, darf man es auch nicht trauen. Mr. Schnabi, bayerisch gewachsen, ja, da kann ich nix dafür. Und weil ich weiß, dass mich nicht jeder gleich versteht, gibt's jetzt einen Bayerischkurs, damit's dann leichter geht. Ach, oder dieser Lumpen, bist du klein, dann bist du stumpen. Und was nett ist, das ist gefeit. Viele Menschen sind voll leid. Quasseltanten, das sind Ratschen. Gehst du schlecht, dann musst du halt hatschen. Und der Geizholz ist ein Knack. Bist gut drauf, dann bist du auf Zack. Snacks, das ist als nächstes dran. Kommt dein Alter, kommt dein Mann, geht er dir dann auf den Wecker, ja, dann nervt er zum Verrecker. Tut mir leid, was Häppala, du glaubst das nicht, das was Bala. Kakerlaken, das sind Schwamm, und die Schwaben, das sind Schwamm. Mr. Schnabi, bayerisch gewachsen, ja, da kann ich nix dafür. Und weil ich weiß, dass mich nicht jeder gleich versteht, gibt's jetzt einen Bayerischkurs, damit's dann leichter geht. Willst du beischlafen, noch mit schnackseln? Willst du klettern, noch mit kraxeln? Fliegst du runter, haust die Ohren, halt den Mund, hast heute dein Schnabi. Pflege ins Gesicht, sind Watschen, alte Schuhe, die sind Latschen. Ja, und bist du nicht gescheit? Na, bist deppert, tut mir leid. Hast du einen dicken Bauch? Ja, dann platzt du richtig auf. Musst du dann auf die Toilette? Gehst auf Eisel jede Wette? Brauchst du jetzt auch noch Papier? Hängt das Scheißpapier vor dir? Brauchst du's nicht, dann sag mir Barsch. Du Sau, du bist dir nicht dein Arsch. Mir ist der Schnabi bayerisch gewachsen, ja, da kann ich nix dafür. Und weil ich weiß, dass mich nicht jeder gleich versteht, gibt's jetzt einen Bayerischkurs, damit's dann leichter geht. Das schmeckt nicht, das heißt Kuideifi, manchmal auch, ja, ist das kreislich. Speibst du wieder alles aus, dann übergibst du dich schon graus. Hast du jetzt nix verstanden, ja, dann hast du nix kapiert. Dann fangst du nochmal von vorne an mit dem Lied. Aber ihr habt's mir verstanden, oder? Ja. Ja. Danke. Was war denn das? War das Applaus? Das kennt der Künstler gar nicht mehr. Wahnsinn. Hat man sich fast wieder dran gewonnen, gell? Ja. Ja, jetzt, wenn wir gleich beim Essen sind, dann hätte ich noch was, und zwar, ich war in Tegernsee drüben. Und in so einer Hütte, und dann habe ich auf die Speisekarten geschaut, ja, isst sie auch einen Fleischkäse? Nein, keiner isst einen Fleischkäse, gell? Wir essen einen Leberkäse, oder? Ja, das darf ich auch sagen. Und da hat es tatsächlich einen Fleischkäse gegeben. Und man denkt, Rosi, so geht das nicht, da muss der Protestler schreien. Habe ich dann auch gemacht. Ihr könnt da mitsingen, aber die zweite Zeile vom Refrain, mit der ersten mache ich gar nicht mehr, weil das singt eh keiner. Aber ihr kommt da rein, weil das müsst ihr öfters machen. Nein, ich bin in einem Wirtshaus,
Drum am Tegern seh ich auch in Speiskarten und mein, es ist doch gescheiter, wenn ich geh. Ich denk mir, ja, was ist denn das? Bin ich jetzt am falschen Ort? Bin ich in Norddeutschland, den ich versteh kein Wort? Zum Schweinebraten gibt's ein Los, das kann doch echt nicht sein. Ich möchte ein Schweinsbraten mit einem Knödel. Was fällt denn den ich ein? Kohlrouladen gibt's mit Rotkohl. Wie hört sich denn das so gut, dass ich weiß, dass man da Kraut wickelt mit Blaukraut aus und Co. Ja, ich möchte einfach kein Fleischkäse und nicht einmal mit Ei. Den in Bayern, der für Leberkäse ein Leberkäse noch sei. Das war jetzt eierzeilig gewesen. Aber beim nächsten Mal geht das. Beim gesotten Wammerl schreiben die glatt gekochter Schweinebauch. Und anstatt einen frischen Porree gibt's dazu einen frischen Lauch. Dann gibt's Weißwürste mit Laugenbrezel. So, wo sind wir denn? Weil wir die Weißwürst nur mit Brezen essen, Meng. Ja, ich möchte einfach kein Fleischkäse und nicht einmal mit Ei. Den in Bayern, der für Leberkäse ein Leberkäse nur sei. Ja, es wird schon noch. Frikadellen mit Püree, das kann ich gleich gar nicht hören. Ich so Fleischpflanze mit Kartoffelbrei. Sowas hätte ich gern, dazu eine Sauce mit Pfifferlinge. Jetzt wird's mal langsam zu blöd. Das sind real grutzige Türken und ich hoffe, dass wer versteht. Ja, ich möchte einfach kein Fleischkäse und nicht einmal mit Ei. Den in Bayern, der für Leberkäse ein Leberkäse nur sei. Die haben ein Rettich und kein Radi. Mein Gott, da legst du nieder, haben ein Hähnchen statt am Händel. Jetzt wär ich dann gleich wieder bei der Haxen, schreien die Keule bei der Surhaxen Eisbein. Ja, was die da machen, ist schon fast gemein. Ja, ich möchte einfach kein Fleischkäse und nicht einmal mit Ei. Den in Bayern, der für Leberkäse ein Leberkäse nur sei. Schaut, dass es jetzt aus ist, weil es Kind ist. Und zum Schluss, da soll ich dann auch noch einen Pflaumenkuchen essen. Doch ich möchte einen Zwetschgen-Tatschi, alles andere kannst vergessen. Ja, man sagt, die Augen, die essen mit, das ist ganz gewiss auch so. Doch bei mir fängt das mit dem Lesen vor der Speiskarten schon. Jetzt muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Also das ist die Stirnhausratschen. Die Rosi. Rosi, grüß dich. Ja, grüß dich. Das ist eine Geschichte, die Speiskarten, die verzeihst du gleich im Stirnhaus, oder? Ja, ich rede viel im Stirnhaus. Maitreißen. Ja. Also, hast du für die Namen, hast du da jemanden gehabt, wo du gesagt hast, ah ja, das war so eine, deswegen bist du drauf gekommen, die Stirnhausratschen? Nein, mir ist der Name gegeben worden. Bist du die Stirnhausratschen? Den habe ich gekriegt. Nein, ich habe den einfach gekriegt. Ich habe mal früher mit jemandem zusammengespielt. Und der hat gesagt, ich bin der Stehens und du bist jetzt die Stirnhausratschen. Und so war der Name da und jetzt habe ich ihn halt. Na, passt auch gut. Ja. Jetzt als nächstes Lied spielen wir was Ruhiges. Warum? Ja, ich habe mir gedacht, das passt vielleicht ganz gut, wegen der Hochwasserlage. Und ist ein bisschen ruhiger, ja. Ist für alle Leute, gerade war alles nur in Ordnung. Grad war alles noch in Ordnung, grad war alles noch so schön. Grad hast denkst in deinem Leben, kann dem Moment nix besser gehen. Grad hast gemeint, du wärst gleich narrisch, weil die Sonne für dich scheint. Grad hast gemeint, das Glück der Erden war in deinem Schoß vereint. Grad hast gemeint, das Glück der Erden war in deinem Schoß vereint. Auf ein Schlag ist alles anders, auf ein Schlag ist alles vorbei. Auf ein Schlag bist du ganz unten, warum muss das jetzt so sein? Auf ein Schlag, da stürzt dein Leben wie ein Kartenhäusl zusammen. Du bist sicher, dass die anderen viel mehr Glück im Leben haben. Du bist sicher, dass die anderen viel mehr Glück im Leben haben. Irgendwann wird's wieder besser, irgendwann stehst wieder auf. Irgendwann merkst, geht's mal obi, ja, dann geht's auch wieder nauf. Irgendwann hast dann begriffen, dass nicht immer läuft wie soll. Doch zum Aufstehen lohnt es immer, auch wenn's grad nicht einfach voll. Doch zum Aufstehen lohnt es immer, auch wenn's grad nicht einfach voll. Irgendwo da draus gibt's Menschen, die dir helfen, wenn's das brauchst. Irgendwo da draus gibt's Menschen, denen wo auch du vertraust. Irgendwo da draus gibt's Menschen, die sind da und geben dir die Hand. Und dann geht's auch wieder aufwärts, denn ihr schafft's das miteinander.
und dann geht's ja wieder aufwärts, denn ihr schafft's dies miteinander. Ja, jetzt hätte ich noch Gstanzl, da kannst du auch wieder mitsingen, aber das dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis ihr das kennt. Aber probiert es einfach, weil es sind mehrere Strophen. Das Gstanzl, da kannst du das kannst du immer wieder umschreiben. Ich habe es jetzt umgeschrieben aus gegebenem Anlass. Meist was erreicht, dann hör jetzt gut zu, denn wie man das macht, ja, das wissen grad nur. Skrupel darfst nicht haben, das behindert dich bloß, dann bleibst halt ein Weichei und wärst niemals groß. Ja, das möchtest du ja nicht, gell? Jetzt kam der Refrain. Der mal halt ein kleines bisschen mehr abscheißen und lernen, dass die Balken birn, dann werden wir alle Hand zerreißen und alles, was wir wollen, auch kriegen. Möchtest du mal promovieren, fällt dir nix ein, schreibt von einem anderen, ob sie ist nix dabei. Dies haben schon mehr Leute gewusst, wie sowas geht. Wenn's dich erwischen, ja, dann stehst du halt blöd. Ist gar nicht so schwer sein, gell? Der mir halt ein kleines bisschen mehr abscheißen und lernen, dass sie Balken birn, dann werden wir alle Hand zerreißen und alles, was wir wollen, auch kriegen. Möchtest du mal mehr sein, als was du bist, dann schreibst in dein Lebenslauf einen Haufen Mist. Das tut zwar kein weh und fällt meistens nicht auf, doch die Leute, die kommen, die kämen schon drauf. Ja, der mir halt ein kleines bisschen mehr abscheißen und lernen, dass sie Balken birn, dann werden wir alle Hand zerreißen und alles, was wir wollen, auch kriegen. Möchtest in der Politik einmal mitreden, dann sagst, was die Leute hören wollen und schon werden's die Ming. Wenn's die dann gewählt haben und wollen sind vorbei, dann fällt dir, was gesagt hast, bestimmt nimmer ein. Ja, der mir halt ein kleines bisschen mehr abscheißen und lernen, dass sie Balken birn, dann werden wir alle Hand zerreißen und alles, was wir wollen, auch kriegen. Möchtest als Politikerin viel Geld verdienen, kannst dich ganz einfach bei der Wirtschaft bedienen. Ein paar Geschäfterl gibt's immer ein bisschen was Geld allweil und die fetten Provisionen, die schirmst du hintenein. Ja, der mir halt ein kleines bisschen mehr abscheißen und lernen, dass sie Balken firn, dann werden wir alle Hand zerreißen und alles, was wir wollen, auch kriegen. Möchtest du mal Kanzler werden und die Leute geht's grad schlecht, dann stehst du vor die Kamera und sagst, mein Mitgefühl ist echt. Wenn die Kamera dann weg ist, dann musst du nicht mehr lernen, dann kannst du wieder lachen, musst dich auch nicht genieren. Ja, der mir halt ein kleines bisschen mehr abscheißen und lernen, dass sie Balken birn, dann werden wir alle Hand zerreißen und alles, was wir wollen, auch kriegen. Denkt da nix, du bist der Gescheiter mit Scheißen und Lärm. Ja, da kommst einfach weiter. Wenn die dann das Gewissen blockt, macht da nix draus, weil so ein Gewissen halt narrisch voll aus. Ja, man kann ja nur stundenlang so weitermachen, doch ich hör lieber auf, weil das ist nicht zum Lachen. Ja. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz eingreifen, weil zuerst, wo sind denn der Hans und der Ferdinand? Wo sind denn die? Sind die da? Der Hans und der Ferdinand, weil die Mina, die lässt euch schön grüßen. Und dann brauche ich noch einen Herrn Hofner. Herr Hofner, ihr Schwester, die kann heute nicht kommen, weil die hat eine Autopanne. Das ist blöd gelaufen, aber es ist ja so, also wenn sie jetzt die Stirnhausratschen verpasst, Rosi, man kann die demnächst sehen, im Oktober hast du wieder Auftritte. Ja, demnächst ist gut, ja. Also, hey, sagen wir mal, so besser ist nichts. Ein paar Auftritte sind da, ja. Im Oktober, wo bist du? Im Oktober einmal im Schlachthof und einmal beim Sanftl in Eiselfing, also Schlachthof in Minga. Und wer nicht so lange warten will, du hast da CDs ausgebracht. Ich habe CDs, 4 Stück. Viere?
Vier Stück, ja. Das ist viel. Ja, ja, ich bin ja schon ein alter Hass. Und ein Ratschen. Und ein Ratschen, ja. Aber man kann mir ja, auf Spotify, auf Amazon Music, überall kann man mich hören. Da ist viel billiger. Da kriegen die Künstler auch nichts, das ist super. Und also. Hast du ein paar CDs mitgebracht, hoffentlich? Nein, die habe ich daheim versteckt. Ja, schon, gell? Im Auto. Da hinten im Auto, das steht da hinten. Das ist nichts übersehen, das ist ein weißer Van. Ja, genau. Da steht es drauf, Stirnhausratschen. Spielen wir noch ein wenig, oder? Ja, wenn noch eins, gell? Ja, gehen noch zwei, da, ich sagen. Zwei? Machen wir. Das eine ist so kurz, das ist gar nicht da. Aber echt, oder? Ja, jetzt machen wir das. Eine Illusion von Lied. Ja, so ungefähr. Ja, da geht es jetzt um meinen Mo. Ich habe ganz viel Lieder über meinen Mo, weil so Männer sind ja auch wirklich super. Da kannst du ganze Bände drüber schreiben. Mein Mo, der kommt vom Doktor warm und ist echt deprimiert, dass seine Werte schlecht sind oder Longschuh ignoriert. Jesus, wie schaust du denn aus, sag ich besorgt zu ihm. Er drückt mir sein Befund in die Hand und sagt, du Rosi, ich glaube, ich werde bald sterben. Ja, Mo, was hat der Doktor gesagt, was ist denn mit dir los? Mein LDL-Wert ist viel zu hoch, was mach ich denn jetzt bloß? Dann müssen wir heute ein bisschen gesünder leben. Kein Alkohol, viel Sport und übers Essen müssen wir reden. Kein Leberkäse, kein Makro mehr, die Wurst ist jetzt tabu. Ab und zu ein Putenfleisch, vielleicht ein Hirschragout. Ah, der Fisch ist ganz schön fett, da müssen wir echt aufpassen. Die Gans und auch den Entenbraten, den müssen wir auch weglassen. Was auf gar keinen Fall mehr gibt, die Schmalz und auch Butter. Zum Bäcker gehe ich auch nicht mehr, weil schlimm ist ja der Zucker. Kein Hefeteig, kein Blätterteig, kein Kuchen sowieso. Den Zahn ist ja reines Gift, das man vermeiden kann. Trinken der mir stilles Wasser und ein Räubusch-Tee. Auf einmal sagt er, so jetzt reicht's, du willst wieder, dass ich geh. Ich glaub, du spinnst alles, was mir schmeckt, das soll ich dir nimmer essen. Das ist kein Leben, hab mich doch gern, das kannst sofort vergessen. Der LDL-Wert ist mir wurscht, gib mir ein Bier, ich hab einen Durst. Prost, darf ich sagen. Ja. Ja, dann mach ich noch mein Abschiedslüdeln. Das ist so schnell, das versteht sowieso kein Wort, kein Mensch. Keine Sau wollte ich sagen, darf ich nicht, gell? Mein Radio, ist egal. Wenn's einfach kann, dann darf's leicht gehen, nur einfach geht's nicht leicht. Weil's einfach nicht leicht geht, weil dies war ja viel zu leicht. Nimm's einfach leicht, weil dann geht's leicht, nur einfach ist dies nicht. Weil's leichter gegangen, wenn's leichter gegangen, doch dies geht's meistens nicht. Vielleicht ist leichter gar nicht leicht, dann war's auch gar nicht leicht. Doch leicht hat's einem besonders mit, drum glaube ich, dass jetzt reicht. Ja, danke schön fürs Zuhören. Danke. Schön, dass du da bist. Super gut. Die Rosi, die Stirnhausratschen. Sensationell. Und jetzt schauen wir ein bisschen Gasselschnäuzer, oder? Da, bei die Bam. Da hinten. So. Haut euch die Dinger nicht ins Auge, gell? Nicht gut. So, Dala. Habt ihr einen Platz? Geht es bei euch? Das geht, sagt er. Gut. Ich schau mal da auf Zeiten rüber. Aha. Also, nochmal zur Erinnerung, gell, das sind die Gasselschnäuzer vom GTV Immergrün aus Kolbermoor. Nicht vergessen. Das ist der Soundtest. Sind wir's?
Gorstl-Schnauzer von GTV, immer grün aus Kolbermoor. Und was ist denn das da oben? Was ist denn das da oben? Ist das eine Sonne? Hättest du gedacht, dass eine Sonne heute rauskommt? Also wenn jetzt da jemand nur daheim am Empfänger sitzt, der kann natürlich noch gerne hierher fahren. Und deswegen haben wir jetzt den Sänger Patrick geschnappt. Das ist einer von den Wirtsleitern. Ja, Patrick, schön, dass wir wieder da sein dürfen, dass wir hier wieder ein bisschen Musik machen dürfen, dass wir mit Charivari herkommen dürfen. Hat schon gefehlt, der Charivari-Frühschoppen bei euch, oder? Ja, nicht nur der Charivari-Frühschoppen hat gefehlt, dann haben im Endeffekt 6, 7, insgesamt 8 Monate gefehlt durch Corona. Aber sind natürlich heilfroh alle, dass wir den Charivari-Frühschoppen jetzt mal wieder normalerweise im Sommer ausrichten dürfen. Das Wetter spielt zwar nicht ganz so mit, aber besser als gar nichts. Ich weiß nur, an dem Tag, an dem ihr hier aufgemacht habt, da habe ich gleich reserviert und habe gesagt, na, da möchte ich vorbeikommen. Das ist jetzt gefühlt schon wieder relativ lang her. Es ist wieder so ein bisschen der Normalität zurückgekommen, auch wenn man nur die Masken auf hat und den Abstand. Wie ist es bei euch? Ist es schon normaler wieder? Es wird schon ein bisschen normaler. Grundsätzlich finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. An die Masken haben sich jetzt, glaube ich, alle so ein bisschen gewöhnt und das finde ich auch gar nicht so schlimm. Wenn man den Weg zum Sitzplatz mit Maske gehen muss und wenn man unsere Bedienungen denkt und die Jungs in der Küche, die den ganzen Tag über die Masken aufhaben, glaube ich, kann man das ganz gut verkraften, einmal 10, 15 Meter mit der Maske zum Tisch zu gehen. Jetzt haben wir ja seit Anfang Juni wieder einen Biergartenbetrieb, erst die Außengastronomie, jetzt wieder drinnen ist voll, gell? Ja, zum Glück. Also wir hätten es ganz lieber draußen heute gemacht, mit Grillen und allem drum und dran, aber das Wetter hat leider nicht so mitgespielt. Aber innen ist erlaubt, klar, und sind wir auch heilfroh und hoffen, dass es auch weiterhin so bleibt. Und das ist also gut angelaufen, oder? Habt ihr Angst vor einer vierten Welle, dass es heißt, dann irgendwann im September, Oktober, Mai müssen wir schon wieder zumachen? Es ist halt immer schade, immer über das Corona zu sprechen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das gehört halt leider so ein bisschen mit dazu. Wir sind einfach froh, dass wir wieder aufhaben dürfen, dass unsere Mitarbeiter alle uns die Stangen gehalten haben, dass auch alle weiterhin an Bord geblieben sind. Sowohl Küche als auch Service und die Jungen kommen auch wieder nach, die gerade das Abi gemacht haben und die studieren in Semesterferien. Also dürfen wir uns jetzt wirklich nicht beschweren und ein großes, großes Dankeschön an unsere Mitarbeiter. Ja, und wir freuen uns natürlich, dass wir heute eben so hier sitzen können beim Charivari Frühstoppen. Und wie ihr seht, wird hier schon wieder aufgebaut. Patrick, ich danke dir vielmals. Ich danke auch und schön, dass ihr alle da seid. Vielen Dank. Ja, das sind die Geschwister Beuys da zu meiner Rechten schon. Genau. Grüß euch, servus. Seid ihr bereit? Ja. Also das sind die Geschwister Beuys. Und dann hören wir doch erst einmal ein bisschen rein, was wir da so haben, und dann ratschen wir ein wenig. Passt das? Ja. Wunderbar, dann bitte. Thank you.
Geschwisterboys. Das sind der Jakob und die Helena. Wem von euch darf ich das Mikrofon geben? Jakob, nimmst du es du? Ja, genau, würde man. Ich setze mich mal zu euch. Also, der Jakob ist 17. Helena, du bist 12? Ja. Und wie lange spielst du denn ja schon? Ich glaube, ich spiele jetzt das vierte Jahr. So kurz schon? Ja. wie lang übst du am Tag? Weil, um ehrlich zu sein, ich spiele seit ich klein bin Gitarre und kann es bis heute nicht. Ja, schon. Alle Tage mal. Manchmal muss ich mit Mama dran erinnern, aber ja. Die mütterliche Erinnerung, die schaut nie auch beim Aufräumen zum Beispiel. Jakob, wie lange spielst du schon? Ja, ich spiele jetzt schon 8 Jahre. Hab zwischendurch einmal einen Musiklehrerwechsel gehabt. Und mein Üben ist jetzt auch in Corona ein bisschen schlechter gewesen. Also ich habe schon geübt, aber nicht mehr so regelmäßig, weil einfach die Motivation dann nicht mehr so da war. Keine Auftritte nicht und keine Geburtstagsfeiern und so. Und ja, na, denkt man da oft nicht so dran. Bist du lieber Bulldog gefahren? Ja, ich habe jetzt einen Bulldog-Führerschein gemacht vor ein paar Monaten. Und da helfe ich auch beim Opa früher auf dem Hof. Und das macht mir wieder Freude. Und dann, das muss ich spielen manchmal ein bisschen. Es ist ja so, das sieht man ja bei euch, also ihr habt Solostücke für die Helena und ihr habt Stücke, bei denen ihr zusammenspielt. Hat das irgendwie einen Grund oder ist das einfach, weil du besser spielst als der Jakob? Oft ist es so, dass wenn wir miteinander spielen, haben wir ein paar schöne Stücke. Also wir haben jetzt die schönsten ausgesucht und dann habe ich meine schönen Stücke ausgesucht. Und der Jakob hat gesagt, ja, ich möchte dann kommen wir miteinander spielen. Naja, und ich sage mal ganz kurz, das, was wir vorhin gehört haben, das war der Schulschlussbordische, oder? Ja. Genau, und dann jetzt gerade den Verena-Walzer, stimmt das? Ja, von Herbert Pixner, genau. Und als nächstes kommt dann, was spielen wir? Spielst du wieder was allein, Helena? Oder? Ja, jetzt kommt der Gute Besserung-Ländler von der Barbara Obertanner. Alles klar, hören wir es uns so. Dankeschön. Das nehme ich mit. Thank you.
zu euch schauen. Ich habe es mir gerade überlegt, wenn ihr jetzt schon so lange spielt, seid ihr eine recht musikalische Familie? Ja. Was werden bei euch alles gespielt? Was ist gespielt? Eigentlich sind wir schon recht musikalisch. Die Mama sagt, ihre Musikinstrument ist ihre Stimme. Die spielt dann Dreigesang, die singt dann Dreigesang und dann Chor. Und ja, wir und meine Geschwister, wir sind schon recht musikalisch, da die Song. Ihr habt ja noch weitere Geschwister, Zwillinge. 5 Jahre sind die alt, gell? Ja, genau. Die werden jetzt noch nichts spielen. Noch nicht. Blockflöte probieren sie ein bisschen. Und da ist mein Bruder fast ein bisschen musikalischer als meine Schwester. Und die mögen aber alle zwei, glaube ich, auch mal was lernen. Und dann haben eigentlich bis auf den Papa bei uns alle mit einem Instrument bedient. Mei, der Papa, spielt der kein Instrument? Nein, der ist da eh so der Musiker. Was mir immer auffällt, ist, wenn ich da die Harfe sehe, das ist so ein schönes Musikinstrument. Das ist ja die Zirch, das sind so schön. Sind die alt oder ist der aus die Neigre? Nein, das ist die von meinem Onkel, weil mein Onkel spielt auch Harfen. Und der hat zwei, da hat er da, also ich habe früher eine Leihharfen gehabt und dann bin ich rausgewachsen, weil es so klar war. Und dann hat er mir die Ohren geglichen, weil er zwei hat. Musik, das ist nicht nur was für die Ohren, sondern auch für die Augen. Schaut euch mal die Instrumente an, die sind wunderschön. Jetzt haben wir noch einmal Solo-Harfe und einmal zu zweit, gell? Was spielen wir noch? Wir spielen jetzt was Tellner, was möchte ich selbst sagen, und danach spielen wir miteinander in der Alpenrose von Wiesholzerhans. Helena, fangst du an, oder? Ja, ich spiele jetzt im Reichsprachländler. Viel Spaß! Thank you.
Damen und Herren, schön aufgespielt. Dankeschön fürs Kommen. Hat es euch Spaß gemacht? Ja. Ja, ja, ja. Ich meine, was soll bei mir sein? Ja, zum Zersten, weil meine Schwester hier einen Anteil gehabt hat, zum Spielen. Ja, sie ist auch gefragt worden und dann hat sie mich netterweise gefragt, ob ich auch mitspielen mag. Und dann habe ich da ein bisschen einen Vortritt lassen, weil sie eigentlich hier auftritt. Kleine Schwestern sind super, meistens. Ja, da grinst sie, die Elena. Ja, dann sollen wir noch ein paar Kürzelschnäuzer machen. Der GTV immer grün. Also ich bin dafür. Wie schaut's aus, Burms? Seid ihr bereit? Ja, sind wir? Ja. Dann bitte. Thank you.
Also, entschuldigst den Ausdruck, ich finde das immer so sau cool, wie die Dinger da durch die Luft fliegen und dann solch einen Lärm machen, das ist der Wahnsinn. Übrigens auch der Wahnsinn, ihr wisst es vielleicht, vielleicht war auch schon mal jemand von euch da, da ist ja hier gegenüberliegend recht große Wiese. War jemand von euch schon mal auf dem Ritterfest in Maxlrein? Da geht noch ein bisschen mehr und vielleicht geht ein bisschen mehr jetzt Ende August. Da gibt's nämlich wieder ein Ritterturnier. Das Ritterturnier. Deswegen ist bei mir jetzt auch Roland Turber. Herr Turber, Sie machen das heuer zum ersten Mal hier in Maxlrein, gell? Ja, genau. Normal wäre es ja schon letztes Jahr gewesen, aber durch Corona war es ja nicht möglich. Ne? Ja, dieses Corona, gell? Und heuer greift man das Thema an. Vorher hat es ja die Firma MBS gemacht. Und wir wollen aber wieder mehr, dass die Einheimischen zu uns kommen und nicht nur die Auswärtigen. Also wir werden viel Kinderprogramm haben, zum Beispiel das kleinste Holzriesenrad zum Beispiel. Dann Kinderkarussell handgedreht natürlich, auch das Riesenrad wird handgedreht. Dann haben wir viele handwerkliche Vorführungen, auch wo die Kinder mitmachen können, wie ein Seifenstand, ein Seiler und so weiter. Und ein großes Lagerleben haben wir auch. Das Lagerleben, das ist ja immer ganz mitentscheidend. Also wenn Sie mich fragen, ich bin jetzt doch ein bisschen älter schon geworden und diese Faszination Ritter, die ist immer noch da, wenn ihr Ritterrüstung seht, wenn ihr Ritterschwert seht, am liebsten würde ich reinschlupfen und das Schwert packen. Also das geht ja nicht verloren. So, ist das, was man dann im Lagerleben sieht? Ja, man sieht, wie die auf jeden Fall kochen, wie man sonst gekocht hat. Die sitzen zusammen und zeigen auch was vor. Die erklären ihre Schwerter oder machen Foltervorführungen oder sagen, was für Foltergerät für was gebraucht worden ist. Und die leben halt das Lagerleben richtig, wie es halt damals war. Und bevor jetzt jemand schimpft von wegen Foltergeräte, das wollte ich in den Burgen immer früher sehen. Das war das Erste, habe ich gesagt, Vater, bitte lass uns in die Folterkammer gehen. Gibt es auch Ritterkämpfe dann? Ritterkämpfe, Schwertkämpfe werden wir machen. Boah. Ja, Schwertkämpfe, Vollkontakt-Schwertkampf. Vollkontakt heißt? Heißt, also geht's richtig zur Sache, die hauen sich schon richtig. Oh. Ne? Also nicht nur ein bisschen Fernsehfechten, sondern die geben schon richtig Gas. Haben die dann auch so ein Schild und ein Schwert und dann hämmern die da drauf auf die Rüstung, genau, oder was? Genau, hauen sie also richtig voll drauf. Das sind, wir haben einen dabei, der war, also gibt es auch bayerische deutsche Meisterschaften. Der hat auch schon mitgemacht. Der hat auch schon mitgemacht und hat auch schon gewonnen. Ne? Ist das dann, also es heißt immer, wenn ein Ritter in der Rüstung umfällt, dann kommt er selber nicht mehr hoch. Stimmt das? Nein. Es kommt darauf vor, wie arg, dass er getroffen ist. Und ich meine, das sind ja Profis, die wissen, was sie tun. Und wenn jetzt trotzdem einmal so einer ein Schwert abkriegt, was passiert dann? Ja, aber sie sind eigentlich schon so gut eingepackt, sage ich mal, dass da eigentlich nichts passiert. Klar, mal vielleicht was am Auge, mal ein blaues Auge oder sowas, aber nichts Gravierendes. Kommen Pferde auch? Sind wir noch am Überlegen, weil das Showteam Kaiser, wo zu mir immer kommt, die müssen mindestens 3 Vorführungen machen können. Und durch Corona ist das momentan nicht möglich. Weil die brauchen Minimum 500 Besucher in ihre Arena. Die bringen ja komplette Arena mit. Sonst wird das für sie nicht wirtschaftlich. Ne? Wir sind aber noch am Basteln, wie wir das am besten hinbringen. Und ich hoffe, dass sie kommen. Aber mal so rein organisatorisch, das ist ja eine Riesenwiese da unten am Schloss. Wie viele Leute machen da mit? Wie viele Leute sind im Lagerleben involviert? Ja, so mal komplett Mitwirkende, wenn wir so um die 150 haben, ist 200. Ne? Also mit Lager, Händler, Gastronomie und so weiter. Händler, wenn ich da hingehe, ich glaube, ich habe sogar einen Bogen daheim, den habe ich mir hier in Maxlrein gekauft. Kann ich für die Kinder wieder Waffen kaufen? Ja, kindgerechte. Kindgerecht natürlich, ja. Und die können auch Bogen schießen, die Kinder. Aha. Und die Erwachsenen auch. Ja. Und gibt es für die Erwachsenen dann auch so, es gibt ja so Zierschwerter, die man sich, was weiß ich, über die Couch hängt. Über gibt's natürlich auch. Da haben wir 3 verschiedene Händler da, von groß bis kleine Schwerter bis Messer ist alles vorhanden. Aber Zierschwerter, wie gesagt. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist in solchen Sachen, weil das sind ja oft dann so Spontankäufe, gibt es dann eine EC-Kartenzahlung oder muss ich einen vollen Goldbeutel mitbringen? EC-Kartenzahlung
gibt's, aber ist natürlich der volle Geldbeilag wünscht. Naja, gut. Kulinarik, mittelalterliches Essen? Ja, wie wenn Mutsbraten da haben zum Beispiel. Was bitte? Mutsbraten, dann eine Hanfbäckerei. Ein Mutsbraten ist ein Schweinekamm auf dem Grill, dann gibt es da mit Sauerkraut. Das ist eigentlich ein, muss ich es wegen leiser sagen, vielleicht ein Ossi-Essen. Ah, okay. Aber gut. Aber gut. Naja, gut, natürlich, ein Bratwurst muss ja auch nicht schlecht sein. Ein Bratwurst schon mal natürlich auch, der darf ja auf keinem Fest. Gibt es auch Met? Met gibt es in verschiedenen Sorten. Gibt auch Metstände, wo man auch die Flaschen kaufen kann. Es gibt Liköre, auch Whisky-Stand wird da sein mit 200 verschiedenen Whisky-Sorten. Okay, und dann vielleicht die wichtigste Frage am Schluss. Was macht so ein Ritterfestival auf? Warum sollte man hingehen? Weil das einfach eine gemütliche Atmosphäre ist und für Jung und Alt was geboten ist. Die Kinder kennen spielen, die Alten kennen trinken und essen. Na. Das Ritterturnier in Maxl-Rhein, das ist diesen August noch, letztes Augustwochenende, 28. und 29. August. 27, also Freitag, Samstag. Freitag beginnen wir schon. Ah, drei Tage, auch nicht schlecht. Ja. Gut, dann habt ihr das jetzt auch gehört. Schaut euch Ritter an in Maxl-Rhein. Wir machen wieder ein bisschen Musik und jetzt haben wir da, Moment, jetzt muss ich schauen, dass ich keinen Schmarrn mache. Seid ihr schon bereit, zufällig? Ah, die ratschen noch. Dankeschön, Herr Turber, dass Sie uns ein paar Einblicke geliefert haben ins Ritterleben in Maxl-Rhein. Wie Sie sehen oder hören mittlerweile, rechts zu meiner Rechten ist jetzt die Pfefferbrief-Musik. Ich weiß gar nicht, seid ihr schon bereit? Seid ihr bereit? Schauen sich fragend an und dann sagen sie, ja, so sind wir bereit. Sollen wir mal ein bisschen anfangen und dann ratschen an mir ein wenig. Dann, also, sehr geehrte Damen und Herren, die Pfefferbrief-Musik.